Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part God of War. Dann machen wir mal weiter. Ich habe ja das letzte Mal mich hier ja umgeschaut, aber naja. Ne? Ich bin ein bisschen raus. Ich glaube, ich habe nach was gesucht, ne? Ich suche momentan hier die ganzen Sachen zusammen, ne? Ja, da war was, da war was. Okay. Ich bin wieder drin. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, wo es sein soll. Vielleicht google ich gleich mal. Ne, weil ich meine, ich suche ja nur eine Sache. Müsste ja hier bei Ziele, ne? Ist das hier? Ja, das ist das hier, ne? Ja, dann müsste ich ja eigentlich nur googeln, verloren und wiedergefunden und dann, sollte ich das ja finden. Moment. So, einmal eingeben. Genau, verloren und wiedergefunden. Ja, das weiß ich ja. Also hier, alle Dings, wo ich sie finde. Ah ja, hier, okay. Ich glaube, das habe ich schon. Mir fehlt, glaube ich, nur das vierte, ne? Okay, ich sollte das unbedingt nochmal. Dass sie das nicht auf der Karte markieren? Ist ein bisschen weird, weil irgendwie ist das hier gerade so ein bisschen zu Hause. Verborgene Kammer, okay. Ja, komm. Ah ne, das war ja das. Ich hätte gerne, oh, nee, das will ich nicht. Ist ein bisschen doof, ne? Wow, okay. Ich bin dazu verdammt, mich zu verlaufen, weil ich aus anderen Spielen das gewohnt bin, dass ich markieren darf. Ein bisschen gemein, aber. Okay, ich darf rüber. Na komm. Ich versuche erstmal hier wieder nach Hause zu kommen, dass wir dann von da aus gehen können, weil ich glaube, dass die von da aus gehen. So, wir sind, glaube ich, jetzt wieder beim Haus, ne? Genau. So, das erste war, wo wir zur Jagd aufgebrochen sind. Aber wo sind wir denn zur Jagd aufgebrochen? War das hier? War das die Richtung oder waren wir da hinten? Ja, komm. Komm, Junge. Oder war das hier? Nee, hier war das nicht, ne? Vom Holztor, also doch schon da, wo wir gerade hergekommen sind. Holztor, ne? Oder sind wir da unten lang? Nee, von da sind wir ja gekommen, um die Stämme zu holen, ne? Genau. Genau. Und hier haben wir das, glaube ich, schon gefunden, ne? Das war hier irgendwo. Das war das Erste, was wir mitgenommen haben. Ne, hier habe ich mich ja ausgiebig umgeschaut. Das war hier irgendwo. Irgendwo mit Schnee und so. Ja, hier irgendwo muss das gewesen sein.
Ich erkenne die, nein, ich erkenne gar nichts. Aber ich erkenne hier so einen Stein, genau hier da vorne. Das ist die Felsformation, die ich hier auf dem Bild sehe. Und hier beim Schnee irgendwie. Da hier nichts liegt, ja, wir haben es ja auch mitgenommen. Das nächste... Steintreppe, links von den Stufen werdet ihr fündig. Ist das die Steintreppe? Ich meine, ich weiß ja, dass ich es mitgenommen habe. Ich glaube hier, ne? Sieht aus wie die Steintreppe. Ne, das könnte es auch sein. Aber ich meine, die ersten Dings habe ich ja. Ich will halt nur den Weg nachverfolgen. Damit ich das habe. Okay, wir müssen in den Tempel. Weil ich glaube, dass ich dann dahin geführt werde und dann brauche ich mich nicht hier tausendmal verlaufen. You know? Wenn ich den Weg gehe, ne, den die Lösung geht. In Anführungsstrichen Lösung. Jetzt muss ich erstmal zu der Tempelanlage. Nee, das war das hier, ne? Genau, hier wurden wir angegriffen. Drauger, bla, bli, blub. Glaube ich. Ist schon ein bisschen her. Ja, doch, hier ist die Tempelanlage. Das hier müsste das Ding sein, wo wir da den gefunden haben. Nee. Das war optional. Sorry. Sorry, boy. Oder war das hier die Dings? Doch, das hier, ne? Oder? Doch, das müsste das sein. Oder? Okay. Ich guck mal, dass ich das hier mache. Ja, ich bin verwirrt von der Lösung. Aber ich weiß ja, dass mir das vierte Teil fehlt. Wenn es denn in der Reihenfolge ist, ne? Das weiß ich ja nicht. Aber ich glaube, ich bin schon in der Nähe vom vierten Teil. Also. Ne, ich soll. Da steht irgendwas mit Tür und so. Und das ist halt Gitter mit Tür gedöns. Ist das hier? Bin ich hier noch nicht durchgegangen? Es kommt der Beschreibung ziemlich nah. Oh ja, und hier waren wir auch noch nicht. Und da sind die Wölfe. Na komm mal her. Naja, ging ja ganz gut. Das müsste dann das hier sein, ne? Naja, das machen wir. Das machen wir noch, Junge. Alles gut. Okay, dann haben wir das nämlich zumindest schon mal wieder, ne? Das wäre dann schon mal was. Dann brauchen wir nur noch, nee, gar nicht, ne? Ah ja, stimmt, hier war ja keine Dings. Hier war ja keine, ja, ja, da war ja was. Habe ich komplett vergessen. Hier war ja keine, Valkyrie, sorry, keine Harpie. Das sind ja Valkyren. Die gehen ja valkürlich, ne? Ja, ja, die sind sehr valkürlich. Ja. Aber hier war ja keine.
Die sind ja nur an willkürlich ausgesuchten Orten, deswegen. Ne? Ah, okay, jetzt müsste ich nur mal kurz. Ah, ich kann in die Richtung, ne? Kommen wir vielleicht gleich wieder, zur nächsten Tür. Na, komm mal her, Junge. Kommst du? Nicht, dass ich hier wieder die Tür zumache, ne? Hatte ich schon mal, dass ich ihn irgendwo eingesperrt habe. Das brauche ich nicht nochmal. Ne? Kam einfach nicht hinterher. Ich habe das nicht mal mitbekommen. Bis ich es dann mitbekommen habe. Okay, hier vorne irgendwo. Komm ich hier runter? Wie komme ich hier hin nochmal? Oder muss ich außen rum? Manchmal bin ich verwirrt. Oder war das hier nicht der Weg? Ich will doch einfach nur hier weg. Das sah so aus, als wenn das hier ein Weg wäre. Junge, ich habe mich verlaufen. Könntest du mal bitte Navi rausholen? Könntest du mal Google Street View? Irgendwie hier, könntest du mal hier irgendwie... Aber hier war doch der weitere Weg. Ach, hier. Nee. Oder da oben? Junge, du müsstest mal eben Google Maps aufmachen. Frag mal Siri, wo es weitergeht. Oder ging es hier weiter? Ah, oh, das ist schon so lange her, ne? Nee, hier waren nur die beiden Wölfe. Ich bin aber von der anderen Seite auch hier irgendwie. Ich weiß, dass ich hier durch das Tor bin und dann weitergekommen bin, oder habe ich das irgendwie kaputt gemacht? Ich bin doch von der Seite gekommen und dann bin ich hier durch. Ich bin mir sicher. Junge, ich bin mir sicher. Komm, hol mal Google Maps raus. Mach doch mal, Junge. Lass doch mal das Navi an. Ich hätte gern hier, ne? Mein Tourguide. Komm ich hier wirklich nicht runter? Doch. Okay. Ah, nee, das war noch nicht das. Hier wollte ich runter. Da bin ich vorhin schon runtergekommen. Oh, muss ich doch von da. Oh, ich komme hier doch runter. Okay. Ich habe nichts gesagt, Junge. Das hat eben nicht funktioniert. Und da habe ich gedacht, okay. Ich bin irgendwie falsch. Atreus, folge mir. Tut mir leid, ich war abgelenkt. Ja, ja, ich auch. Krokuli. Was? Ach, ich hab Viereck gedrückt, ne? Entschuldige. Aber schön. Jetzt muss ich nur diese blöde Tür finden, ne? Genau, von da sind wir gerade gekommen. Da sind wir gerade runtergesprungen. Dann gehe ich mal hier hoch. Oder? Oder? Ja, komm. Irgendwohin werden wir schon... Komm. Da, irgendwo werden wir schon rauskommen. Ah, da ist die Tür. Ich glaube, das ist zumindest, dass das die Tür war. Ja, komm. Ich brauche hier nur einen Teleporter. Ich brauche nicht mehr als einen Teleporter. Dann bin ich doch schon glücklich. Einmal durch, am Weltenbaum vorbei. Ne? So, einmal runter bitte. Gut, dann haben wir das. Dann haben wir das doch. Da brauche ich ja nur noch die anderen Schätze.
Nö. Überhaupt nicht ungeduldig. Ah! Komm. Ich bin nicht ungeduldig. Ich bin ganz gelassen. Okay. So, hier haben wir ja jetzt alles. Das sind die Flusslande, ne? Da hätten wir auch eben so hingekonnt, ne? Oh, warte mal. Ich guck mal kurz was. So, genau. Region Wildwald. Ich sollte mich mal näher ransetzen. Hier ist noch was unentdeckt. Aber was? Artefakte fehlt mir auch noch eins. Das müsste dann das hier sein. Gesichter der Dings, ne? Die Gesichter der Magie. Warte, kann ich ja gleich nachlesen. Genau, Gesichter der Magie-Artefakte. Die ersten fünf habe ich. Dann ist das entweder... Ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge das sein soll. Es könnte das siebte sein. Oder das achte. Okay. Okay, das könnte es tatsächlich sein. Ah, die Hexenhöhle? Ist das nach Dings? Also ist das hier bei ihr? Oder ist das tatsächlich hier in dem Bereich? Weil das sind ja auch die Flusslande, ne? Das ist schon wieder See der Neun, aber hier hinten bei ihr ist ja auch... Weißt du? Na, das kann ich mir auch eigentlich auch schon besser... Ah ja, ich gehe mal zur Hexenhöhle. Komm. Steht Hexenhöhle, deswegen... Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich das bei ihr verpasst habe. So. Kann ich irgendwas ins Wasser schieben? Keine Ahnung. Ich bin da immer so ein bisschen planlos. Nee, das wird schon noch. Das kriege ich schon noch hin. Ne? Irgendeins von den Dingern muss es jetzt sein. Und die ersten fünf kann ich ja schon mal ausschließen, weil ich glaube schon, dass die in der Reihenfolge nach hier drinne stehen. Also auf meiner Liste. Wie sie hier angeordnet sind. Beziehungsweise, dass man die in der Reihe nach findet. Egal. Okay, das ist nicht, wie ich die Hexenhöhle betrete, zu Beginn. Das hier ist ja die Hexenhöhle. Da können wir uns ja einigen, ne? Aber ich gehe mal... Ja, Katze, das ist die Hexenhöhle. Ich gehe mal davon aus, oder? Ist das jetzt oben gemeint, wo man dann von der Hexe runterkommt? Oder ist das unten gemeint, wenn man mit dem Boot reinkommt? Das kann natürlich auch sein, ne? Oh. Moment. Oder? Was hattest du denn? Okay. Also man kann ja hier rüber die Hexenhöhle betreten. Links. Okay, hier kann man sich tatsächlich links halten. Ich hatte schon befürchtet, aber nee. Haltet euch links.
Halt die Klappe. Neben einer Leiche? Runter. Katze, was machst du denn schon wieder da oben? Ich nehme gerade auf. Nein. Komm da raus. Sorry, ich muss mal kurz den Dings beiseite packen. Ich brauche mal kurz beide Hände. Ich weiß, warum ich Katzen nicht mag. Na, ich mag Katzen, aber... Ihr wisst, was ich meine. Wie mit Kindern. So eine Hassliebe. Die machen immer das, was man nicht machen soll, zu Zeiten, ne? Wo es mir nicht passt. Habt ihr so gehört? Miau! Miau nochmal ins Mikrofon. Damit ich alle hören können. Siehst du? Jetzt bist du im Internet. Jetzt bist du im Internet, Großer. Komm, geh. Muss ich dich aussperren? Sorry, Junge. Ah, nee, ey. Aber warte mal, das ist doch der, den ich schon habe, oder? Das ist, glaube ich, das, was wir meinten. Da drüben, ne? Aber den habe ich doch schon. Der hier, den haben wir schon. Dann ist das doch nicht der, den ich brauche. Ja, ja, nee, den haben wir den schon. Die Nummer 7. Okay. Aber ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass das die 6 sein soll. Also, ne? Moment. Momentchen. Hier. Dass die unten anfangen. Aber ja, es kann halt jeder sein, ne? Es kann halt wirklich jeder sein. Ich weiß ja nicht, in welcher Reihenfolge man die findet, ne? Aber hier ist ja auch kein, leider kein Bild dabei. Also ich glaube... Das in der Siedlung habe ich. Naja, hier ist ja noch was mit aus dem Brunnen klettern und so. Das können wir ja jetzt schnell machen. Okay, das habe ich. Das habe ich schon. Dann gehen wir mal kurz zum Brunnen. Nö. Hier. Ich guck einfach mal nach. Wird ja nicht so schwer sein. Weil ich glaube, es sind schon die letzten... Also muss einer von den letzten 5 sein. Und nicht von den ersten. Dass die schon... Ne, da irgendwie... Irgendein System hinter haben. So, wir sind die Brunnen hochgeklettert. Vielleicht hier lang? Halt die Klappe. Okay, warte, nach wenigen Metern soll hier umgestürzter Baum, blabli blub, und da soll es irgendwo liegen. Ah, den haben wir auch schon, ne? Okay, den haben wir auch schon. Den kann ich auch abhaken. Okay, warte mal. Dann könnte es doch sein, aber nee, oder? Egal. Ich guck einfach mal ein bisschen rum. Da liegt nichts, ne? Das war nur, ja. Ein leuchtender Baum. Ich guck einfach mal. Ihr schlagt euch schon wahrscheinlich schon die Hände beim Kopf zusammen. Warte mal, Kette hoch. Hier soll irgendwo auch nochmal ein Leichnam liegen. Am Wegesrand oder irgendwie sowas. Leicht zu übersehen. Ja, tatsächlich. Leicht zu übersehen. Ja, ja, das machen wir noch. Keine Sorge. Dann habe ich noch was Unentdecktes. Eine Kammer von Odin. Das wird, die Dings sein, ne? Wo ist denn Odins Kammer hier?
Das wird unter anderem wieder eine Walküre sein, ne? Eine walkürliche. Nee, hier komme ich nicht lang. Okay. Wo bist du, meine Walkürliche? Wie komme ich zu dir? Von der anderen Seite, ne? Oder? Oder? Oder ist sie unten? Wieder im Brunnen. Ah, die ist unten, ne? Ja, stimmt, warte, die ist ja unten. Sorry. Die ist ja in der Höhle. Da müssen wir ja wieder den Brunnen runter. Ich weiß auch noch nicht, ob ich die mitnehmen will. Einerseits juckt es mir in den Fingern, weil ich mittlerweile wieder mitbekommen habe, welche die schwierige war. Und wie die eigentlich die anderen mitbekommen. Also, die sollten wir eigentlich schon hinbekommen. So OP sind wir eigentlich schon. Es ist halt die letzte, die halt wirklich sehr stark ist, weil die irgendwie alle Tricks drauf hat. Ja, ich habe letztens ein kurzes Video über Bossmonster gesehen bei Instagram. Und da kamen die halt auch drin vor. Und das ist irgendwie die letzte Walküre, wenn man alle besiegt hat. Also die in den Kammern sind und dann bei diesen komischen Dings der Walküren, Rat der Walküren. Und da taucht dann die letzte Walküre auf, die Obermacker-Walküre. Und das ist dann die schwere. Ich wusste halt nur nicht mehr, welche. Ich habe es ja schon mal gespielt, also ich kenne das ja. Ne, ist ja nicht so, als wenn ich es nicht kennen würde. Halt die Klappe, Junge. Ich rede. Wie gesagt, ne? Ist ja nicht so, als wenn ich das Spiel nicht kennen würde. Das ist die letzte halt, die halt so ein bisschen schwerer ist. Ah, dann habe ich hab hier noch nicht mal aufgemacht. Ich war mir sicher, ich hätte die aufgemacht. Naja. Vielleicht habe ich es nicht gespeichert oder so. Hier habe ich doch schon. Okay, die waren direkt nebeneinander. Wie fies. Das ist ja gemein. Naja. Na, fühlst du mal wieder was? Komm rein. Komm rein. Verirrt? Nee. Alter, das fragt er die ganze Zeit, ne? Das ist so nervig. Schon bei, schon in Niflheim hat er das die ganze Zeit gefragt. Wie ich die ganze Zeit gegrindet habe, weil ich habe ja ein bisschen was nicht aufgenommen. Müssten wir übrigens auch nochmal hin. Ne, weil uns noch ein paar Nebelanker fehlen. Aber das war schon nervig, ja. Fühlt sich an. Ach, endlich! Jetzt kommt's wieder. Jetzt kommt's wieder. Das würde das große magische Schloss draußen erklären. Ich glaube, das machen sie so. So lange. Ich habe so ein Gefühl, als würde hier unten etwas auf uns warten. Machst gern unheilvolle Bemerkungen. Ja. Was wartet auf uns? Keine Ahnung. Etwas Mächtiges. Ja. Was immer du spürst, Junge. Wir werden damit fertig. Das glaube ich auch. Wir sind so weit gekommen, oder? Ja. Ja, das ist in Ordnung. Nee, wie gesagt, also, ich denke mal, das kommt so lange, bis wir die Walküren besiegt haben. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ne? Das ist jedes Mal. Oh, okay. Wie gesagt, ich dachte, waren wir nicht hier schon mal? Ich meine, wir können jetzt wieder die Dings holen. Atreus, folge mir. Ne? Aber diesmal machen wir's. Diesmal, ne? Gucken wir mal. Kann ich ja die Webseite wegmachen, erstmal. Brauche ja nicht offen rumliegen. Machen wir dann später nochmal weiter. Ich weiß allerdings nicht mehr, welche Angriffsmuster sie haben, ne? Ich weiß nur, dass die Walküren hier sind. Ich gehe erstmal hier unten hin, ne? Ah ja, okay. Na, Süße. Ich höre übrigens deinen Raben hier rumfliegen, ne? Der ist da oben. Bei, Miss Universe. Okay.
eine Walküre. Eine Walküre? Ja. Gefangen? Ja. Sie hat es wirklich getan. Mimir? Nehmt euch in Acht, Jungs. Eine echte Walküre. Einen schlimmeren Gegner kann man sich kaum vorstellen. Wer hat es echt getan? Also er hat ja gesagt, sie hat es echt getan, aber wer? Das habe ich gar nicht mehr im Kopf, dass das, dass es da doch so ein Geheimnis gibt. Oder war es die letzte Walküre, die alle anderen Walküren eingesperrt hat? Ich muss mich mal näher ransetzen. Bei den anderen Spielen ging es irgendwie, aber hier bei God of War ist das dann doch was anderes. Darf ich nicht so weit wegsitzen? Ich nehme ja momentan nicht zu Hause auf, sondern ja, wieder in der Wohnung. Ich passe ja momentan auf die Katze auf von meinen Eltern. Nee. Vorher habe ich ja Hunde gesittet, jetzt bin ich Katzensitter. Oh, Kara. Hilf mir, das zu beenden. Du besitzt mich nicht. Okay. Na komm mal her. Wieso kann ich nicht? Wieso kann ich nicht? Ich kann gerade nicht ausweichen. Ich weiß nicht, ob ich zu blöd gewesen bin, aber eine Taste muss ja Ausweichtaste sein. Eieieiei. Telefon richtig hinlegen, weil wegen Uhrzeit, ne? Muss gleich eh nochmal gucken. Ihr habt mein verderbtes Dasein beendet. Ja. Ich bin euch auf ewig dankbar. Ja. Doch meine Schwestern sind noch immer gefangen. Ich weiß. Nehmt meinen Helm. Findet sie. Befreit sie. Das Schicksal der Walküren ruht auf euren Schultern. Ah ja. War ein bisschen ungünstig, dass wir Gondol zuerst hatten. Ne, die ist wahrscheinlich storytechnisch die erste. Deswegen nicht so schwer. Oder so ähnlich. Das Schicksal der Walküren. Ja. Ziemlich wichtig. Also, das ist noch untertrieben. Was weißt du über sie? Eine gute Frage, doch nicht so leicht zu beantworten. Ich weiß mehr als die meisten, doch viel von ihrer Geschichte ist geheimnisumwoben. Meine persönliche Erfahrung mit Walküren endete mit meiner Gefangenschaft. Du weißt der Frage aus, Kopf. Wie gesagt, es ist kompliziert. Ich weiß nicht, wie oder wieso sie zu solchen elenden Kreaturen wurden, aber wenn wir vielleicht noch mehr von ihnen befreien... Wir sollen gegen noch mehr kämpfen? Das Schicksal der Walküren, Junge. Eine würdigere Aufgabe gibt es nicht. Das wird gefährlich. Das hat euch noch nie abgehalten, oder? Nicht wirklich. Gute Einstellung. Ja, wenn man das Einstellung nennen kann, vor sich hin zu grummeln, ne? So, aber jetzt haben wir das Gebiet. Ne? Das ist jetzt... Müsste jetzt eigentlich beendet sein. Genau, das war die Walküre. Das war die Walküre, die uns gefehlt hat. So, einmal rüber. Dann brauchen wir auch nicht mehr hier runter. Zack. Einmal per Portal. Ich müsste gleich mal gucken, wo ich als nächstes hingehe. Wir könnten ja gleich zur nächsten Walküre, ne? Wäre zumindest nicht ganz so verkehrt. Dann kann ich auch gleich nochmal nach der Zeit gucken. Sollte noch nicht ganz vorbei sein, aber ich gehe auf Nummer sicher. Kann ich gleich nochmal speichern. Nö. Und ich muss nur mal gucken, wie ich ausweiche. Irgendwie. Nein! Das war nicht das, was ich machen wollte.
Das ist der Angriff? Das ist werfen, das ist nur rennen. Warte mal. Hier können wir auch nochmal gucken. Talisman der Welten, okay. Ist aber nicht besser als unser, nur dass die Abklingzeit besser ist, ne? Da müssten wir, glaube ich, mal gucken, dass wir den besser, also verbessern. Aber warte mal, ich wollte da drin bleiben. Ja, ja, so ein paar Sachen haben wir. Wo haben wir denn hier Dings? Ausweichen. Ach, da oben muss ich ja gucken, sorry. Halte beim Ausweichen nach vorne. Aber wie weiche ich denn nochmal aus? Das ist irgendwie schon ein bisschen her. Warte. Ich guck mal bei den Einstellungen. Wo ist es denn? Ne, eigentlich bei Gameplay, ne? Ah, nee, Steuerung anzeigen. Ich bin so dämlich heute. So. Die Sohn-Aktion. Die Axt zurückrufen, interagieren. X ist ausweichen. Oh, nee, ey. Ja, durch die ganzen Spiele bin ich da gar nicht drauf gekommen, dass X ausweichen ist. Alter. Ich die ganze Zeit Kreis, Viereck, weil es halt... Ne? Aber er hat ja keine Sprunganimation. Er springt ja nicht. Ne? Ja. Ah, nee, ey. Ich guck gleich nach der Zeit, ja? Ich guck nochmal hier unten. Ah, ja, gut. Gut. Okay, das erklärt natürlich, warum Springen, Ausweichen gerade nicht funktioniert hat. Wenn man nicht die richtige Taste drückt, fürs Ausweichen, dann weicht man natürlich auch nicht aus. Das ist, ne? Der natürliche Lauf der Dinge. Aber ich gar nicht mit dran gedacht, dass X ausweichen ist. Eieiei. Okay, das Ding ist eingestürzt. Aber ich guck mal eben kurz nach der Zeit, ja? Ein paar Minuten haben wir noch. Hier lag fast richtig, aber, ne? Vorm großen Kampf. Denk nach, bevor du handelst. Sind wir bereit für einen so mächtigen Gegner? Also, ja. Ja, ich auch. Falls das von Belang ist. Nein. Ist nicht von Belang. Wie gesagt, wegen dem Valkyrenkampf wollte ich nochmal gucken. Ne? Aber wir haben noch Zeit. Hi! Na komm mal her. Das war mit dem Rage-Schwert. Ja. Wir müssen ja mit allen Mitteln kämpfen. Na? Moin. Du bist die Dritte. Ihr habt meine körperliche Gestalt befreit. Ja, ja. Ich bin euch ja so dankbar. Okay. Na dann. Warum das alles? Ich bin nicht sicher. Mein Geist ist noch verwirrt. Der Röckstil auf Valkyria. Das ist das Letzte, das ich noch weiß. Okay. Was? Valhall wartet. Ich muss zurück. Ja, ja. Geh mal. Bye. Der Rat der Valkyren. Ich
glaube, die bei Muspelheim und Niflheim, da sind ja auch welche, die sind, glaube ich, Sonderdinger. Der Röckstel auf Valkyria. Ja. Was ist das, Mimir? Der Rat der Valkyren. Ein sozusagen tief verborgen in Midgard. Die Valkyren brauchten oft einen Ort, um sich fern von Odins neugierigen Blicken zu beraten. Sie glaubten sich unbeobachtet. Doch der Allvater sieht alles, wie es so schön heißt. Wo ist er? Erinnert wie das gerade rumgerollt ist. Ich glaube schon. Ja. Aber wir waren schon an so vielen Orten. Er liegt links der beiden Ruderstatuen. Ich habe es zu der Zeit nicht gesagt, weil ich mir nicht sicher war. Finden wir da heraus, warum die Valkyren so sind? Der Raum hatte eine besondere Bedeutung für sie. Dort werden wir etwas finden, ganz gewiss. Nur wissen wir nicht was. Naja. Naja. Wir gucken mal. Später. Ich muss ja auch noch die Barkschalen. Na, diese Schalen muss ich ja auch noch dingsen. Genau, die Valkyre haben wir. Legendäre Truhen haben wir ja auch noch. Vorland, okay. Hier haben wir noch was zu finden. Irgendwas Unentdecktes und eine legendäre Truhe. Dann wird das hier wahrscheinlich wieder so ein Dings sein hier, so eine Wissensmarkierung, die ich nicht gefunden habe, ne? Aber ich würde mal sagen, ich beende erstmal den Part. Wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye.